medienrot.de. Sprecherperlen 2015. Powered by Landau Media. Wie sehen Medien und wie sieht die Arbeit mit Medien in Zukunft aus? Die Medienarbeit der Zukunft, die hat heute eigentlich schon begonnen. Alle drehen mit so einem Equipment, das von einer Person inklusive Ton bedient werden kann. Mein Studio bei Klicksum ist ein Selbstfahrerstudio und das in einem Bewegtbildformat. Das gab es vor 10 Jahren auch noch nicht. Es wird immer einfacher und es wird für immer mehr Menschen möglich, Content hochwertig zu produzieren. Und das wird die ganze Medienlandschaft verändern. Also es gibt inzwischen so eine Art Standardantwort auf diese Frage und die heißt mobil, mobil, mobil. Die stimmt vermutlich auch, ja, mobil ist wichtig. Die Frage ist, glaube ich, aber für mich entscheidender ist, über welchen Zeitraum reden wir hier? Denn vor 5 Jahren sahen Sachen sehr viel anders aus als jetzt. Ich weiß nicht, ob es noch sozusagen seriös ist zu sagen, so und so wird es in 5 oder auch 10 Jahren aussehen. Ja, mobil wird in den nächsten Jahren eine Rolle spielen, aber es wird, glaube ich, insgesamt eine Rolle spielen, wie wir den Journalismus definieren und was wir unter Journalismus verstehen und was auch die User und Leser und Verbraucher dafür Ansprüche haben und ob die Journalisten von heute gewillt und in der Lage sind, denen zu entsprechen. Weil es doch auch ein gewisses Unbehagen natürlich gibt um bestimmte journalistische Formen, die nicht alle machen wollen. Und es gibt gleichzeitig natürlich viele Nicht-Journalisten, die journalistische Aufgaben übernommen haben. Insofern glaube ich, ist es schwer, eine konkrete Antwort darauf zu geben. Ich hoffe natürlich, dass die Art Journalismus, nämlich sozusagen den althergebrachten Qualitätsjournalismus, der, glaube ich, unabhängig ist von Medien und Formaten, dass es für den weiteren Platz gibt. Und davon bin ich auch überzeugt. Eine Sache, die ich für die nächsten 5 bis 10 Jahre unbedingt noch viel dringender und intensiver lernen will, ist, wie man ganz zielgruppenspezifisch und zwar für sehr spitze Zielgruppen arbeiten kann, weil jetzt durch die digitalen Medien die Chance besteht, diese Zielgruppen viel besser zu erreichen. Das heißt, dass ich nicht mehr General Interest und Mainstream-Medien machen, sondern ganz spitz werden und das Jagdmagazin machen oder das Surfer-Magazin oder was auch immer, weil da sind jetzt die Publika online da und die müssen nicht mehr zu dem deutschen Kiosk rennen, um da das Produkt zu bekommen. Ich glaube, dass Medienarbeit in der Zukunft einen ganzheitlicheren Ansatz hat, in dem Sinne, dass alle Kanäle von Medienarbeitenden und Medienschaffenden berücksichtigt werden müssen. Es wird weiterhin die Pressemitteilung geben und auch die Pressekonferenz. Das sind einfach etablierte Mechanismen, die auch gut funktionieren. Aber ich glaube, dass Pressesprecher und auch ganze Medienabteilungen von Unternehmen in Zukunft das Internet sehr, sehr gut beherrschen müssen, und zwar crossmedial und multimedial. Medienarbeit in 5 Jahren wird herausfordernd sein, weil die Digitalisierung nicht nur jetzt kleine Teilbereiche wie jetzt erfasst hat, sondern vor allen Dingen global ausgeweitet wird. Das heißt, es wird nicht nur das Buch geben oder nicht nur die Serie oder nicht das Musikstück, sondern ich glaube, dass Medien verschmelzen werden und jeder, der in den Medien arbeiten möchte, der sollte sich dessen bewusst sein und in allen Kompetenzen zumindest teilweise eine Ahnung haben, was er tut. Medienrot.de Sprecherperlen 2015 Powered by Landau Media.